willkommen zum Opening des brandneuen Sets Dark Saviors. Wir haben ein neues Nebenset erhalten, welches ein paar neue Themen beinhaltet, beziehungsweise Themen beinhaltet, die andere ältere Karten supporten sollen. Wir haben zum Beispiel hier die Vampire dabei, was sicherlich für viele interessant sein wird. Dann ein Themendeck, welches an ja, Piraten angelehnt ist, kann man schon fast sagen. Und dann noch die Brandish Monster oder Star Striker, die sicherlich ja einen großen Einfluss dann auch ins Meta haben werden. Das ganze Set ist unter dem Motto Rache der Vampire veröffentlicht worden, also es sind ein paar Vampirkarten dann doch hier drin enthalten. Wir haben 24 Booster pro Display mit 5 Karten. Das Besondere ist natürlich wieder, dass alle 5 Karten aber Foilkarten sind. Wir haben 4 Super Rares pro Booster und eine Secret Rare. Und bei den Secret Rares ist es so, dass wieder mal bekannt ist, dass es leider ein paar Karten gibt, die shorter geprintet sind. Da haben wir zum Beispiel von den Star Striker 2 Karten, die gleich shorter geprintet sind. Bei den Piraten ist es, glaube ich, eine. Und ja, wir schauen es uns einfach mal an. Das ganze Set ist gar nicht so groß. 60 Karten beinhaltet das. Aber hat wirklich coole, coole Karten drin. Und wir schauen einfach mal, ob wir Glück haben, ob wir ein paar Shortprints auch ziehen. Oder was wir natürlich allgemein ziehen. Denn ich denke schon, dass diese Themendecks viele ansprechen werden. Deswegen kann ich auch dieses Set nur empfehlen. Vampire waren schon immer sehr, sehr cool. Und dann schauen wir mal, was wir hier aus diesem Display bekommen. Erstes Booster, Dark Saviors. Schauen wir mal rein. Viele coole Reprints sind übrigens auch dabei. Zum Beispiel Verlockung der Finsternis sind super rare. Wir fangen aber an mit Vampir Rotbaron. Schöne Artworks. Armageddon Ritter als super rare wieder dabei hier. Blutsaugendes Knabenkraut, dann Bravo, Kämpfer, Fellsöldner, das sollen die Piraten sein, Fellsöldner, also der deutsche Name dafür. Hier eins der wichtigen Monster für das Deck. Und die Secret Rare, die wir zuerst ziehen, ist Vampirfräulein. Wie gesagt, die Artworks, die hauen mich echt um, auch von den Vampiren. Ich habe die Vampire schon früher gefeiert, als damals das Structure Deck rauskam, ist ja schon ewig her. Und jetzt bekommen die wieder ein bisschen Support, also schaut es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. So, wir haben Himmelsjäger, Luftraum, 0 Koordinate. Das sind die Spielfeldzauberkarten für die Himmelsjäger, also für die Sky Striker. Dann haben wir hier den seuchenverbreiteten Zombie. Wir haben Finsterer Greffer als Super Rare. Sturmkraft der Monarchen, auch ein cooler Super Rare Reprint, wie ich finde. Und die Secret Rare ist Vampirherrschaft. Sehr, sehr cooles Artwork hier auch mit den ganzen Fledermäusen. Mega nice. Ich denke schon, dass man das Set ganz gut rausbekommt hier. Aus dem Display ist ja aus der Reihe wie Fusion Enforced zum Beispiel. Weiter geht's mit blutsaugender Koala. Wir haben Vampirbewahrer. Wir haben den Schattenvampir. Wir haben Himmelsjäger, Mecha-Arsenal, Herkules-Basis und als Secret Rare die magische Zitadelle von Endymion. Oder Endymion wahrscheinlich dann eher. Sehr, sehr coole Karte für die Mystical Beast zum Beispiel. Die war sehr, sehr teuer als Common geworden. Hatten sie eigentlich schon im OTS, wenn ich mich nicht irre, reprinted. Und jetzt hier nochmal sehr, sehr einfach vermutlich zu bekommen. Magische Zitadelle von Endymion. Secret Rare sieht ja aber richtig cool aus. Weiter geht's mit Himmelsjäger, Mech, Hornissendrohnen. Das ist eine Karte, die wieder mal Token generiert. Sehr, sehr cool. Himmelsjäger, Mech, Adlerdüse. Dann haben wir Donpa, Scharfschützen, Söldner. Wir haben die Verlockung der Finsternis das erste Mal. Playset wäre natürlich cool, wenn wir ziehen. Und Secret Rare, Sagitta, Einzelgänger, Feldessöldnerin. Die Artworks machen schon was her von diesem Deck. Ich glaube, das wird wirklich viele, viele freuen auch. Neben den Vampiren dann noch so ein cooles Thema dabei zu haben. Plus natürlich als Bonus die Sky Striker. Helmer, Steuermann, Fellsöldner ist unser nächster Pull. Dann haben wir Himmelsjäger Ass Ray oder Raya, ich schätze mal eher Ray ausgesprochen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Seal, Strategen, Fellsöldner, Vampir, Kaminsensor und dann haben wir als Secret Rare Himmelsjäger Manöver Störwellen. Mit dem Ausrufezeichen hinten dran ist immer so eine Art Ausruf, die Karten mit sich bringen. Werden wir aber wahrscheinlich noch öfters sehen. Himmelsjäger, Luftraum, 0 Koordinate. Törichte Begräbnisbeigaben schon wieder als Reprint. Relativ viele Reprints erhalten. Die Karte Spiegelkraft muss wahrscheinlich immer dabei sein. Verstärkung für die Armee als Super Rare. Und nochmal Himmelsjäger, Manöverstörwellen. Ja, da will man euch natürlich alles zeigen. Mir wäre es lieber, wenn hier die Secret Rare immer eine andere Karte ist. Aber okay,
Dann haben wir die jetzt schon zweimal gezogen. Weiter geht's mit Finstere Greffer. Wir haben Vampirerwachen. Wir haben den Sündenbock als Super Rare Reprint. Das nimmt man, denke ich, gerne mit. Manche haben vielleicht nur noch die Common rumliegen. Jetzt habt ihr sie als Super Rare. Dann haben wir Recon, Kundschafter, Feldsöldnerin und Secret Rare. Was zur Hölle? Nochmal Himmelsjäger Manöver Störe. Ein Playset von dieser Karte. Ja, das ist schade. Also, da sollten sie vielleicht weniger Showprints machen und dann dafür eher die Karten reinpacken, statt hier dreimal in drei Boostern die gleiche Karte rauszuhauen. Naja, was soll man dazu sagen? Himmelsjäger Mechornissendrohnen. Dann haben wir wieder Bravo, Vampir Kaminsensa, Schattenvampir und wir haben Beat, Klingenkämpfer, Fellsöldner. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist das sogar die Shortprint von den Fellsöldnern. Ich glaube, das war die. Die gibt es ein bisschen seltener hier aus dem Set. Aber ich glaube, den braucht man dann auch gleich dreimal. Konami eben. So. Blutsaugendes Knabenkraut, wir haben Himmelsjäger, Mecha-Arsenal, Herkules-Basis, die ertränkende Spiegelkraft als Super Rare Reprint, seuchenverbreitender Zombie, den Juni-Zombie haben sie leider nicht reingepackt und weiter geht's nochmal mit Sagitta, Einzelgänger, Felsöldnerin. Weiter geht's hier, wir haben noch drei Booster auf der rechten Seite, eine Shortprint war dabei, ich weiß nicht inwiefern man die Shortprints sieht, ob man auch zwei pro Set ziehen kann. Wir haben erstmal Himmelsjäger, Ashi Tsuku, das ist das erste Link-Monster von den Himmelsjägern. Vampirbewahrer, dann Thun-Inhaltsverzeichnis, sehr, sehr teuer gewesen. Jetzt hier Super Rare Reprint dabei. Und wir haben Vampir-Scharlach-Geisel, sehr, sehr cooles Artwork auch. Und so gefällt mir das doch, dass die Secret immer eine andere Karte ist. Aber Shizuku wollen wir natürlich nicht bei den Secrets mit hinlegen. So, weiter geht's mit Donpa, Scharfschützen, Felssöldner, Sündenbock, dann haben wir Fandora, die fliegende Festung, Vampir, Verführerin hier als Reprint und Vampir Verlangen, auch wieder sehr, sehr hübsch diese Karte. Und das letzte Pack von der rechten Seite hat für uns den Schnellverstärker parat. Gespür für Zauberkraft, nochmal den finsteren Greffer. Vampirzauberer war, glaube ich, auch ein bisschen teurer geworden, als der Hype so um das Set losging. Und wir haben Rafal, Champion Felsöldner, das Bossmonster dieses Themas. Auch sehr, sehr cooles Artwork, wie ich finde. So, bleiben uns noch 12 Packs. Eine Showprint war dabei. Weiter geht's mit dem Sündenbock. Blutroter Rittervampir Bram als Xyz-Monster, Recon, Kundschafter, Fellsöldnerin, Vampirverführerin und dann haben wir ein weiteres Covermonster vorne drauf, das war ja auch hier ein Covermonster, Dampir Vampir Sheridan, auch sehr, sehr cooles Artwork. Schöne Farben, die da zusammenspielen. So, weiter geht's. Wir haben Horn des Phantomungeheuers. Wir haben nochmal Fandora, die fliegende Fellfestung, törichte Begräbnisbeigaben, Vampirbewahrer und nochmal die magische Zitadelle von Endymion. Es sind 20 Secrets. Man hat 24 Booster und man muss ja mal so rechnen, wir haben jetzt schon 4 doppelt gezogen. Das heißt, wir müssten jetzt in jedem Pack eine andere Secret haben, um alles zu haben. Kuribandi, das ist auch unser erster hier raus. Spiegelkraft, dann haben wir nochmal See, Strategenfell, Söldner und die zweite Vampirherrschaft. Und da seht ihr schon, man kann aus einem Display vermutlich nicht alle Secrets ziehen. Da müsste man schon ein Riesenglück haben. Sturmkraft der Monarchen, Vampir, Rotbaron, mystische Tomate, sehr, sehr cooler Super Rare Print. Helmer, Steuermann, Fellsöldner und Vampirrevier, aber meine neue Karte. Ah, das ist alles so mega nice mit diesem schwarz-roten. Sieht das schon relativ nice aus. So, ein paar Booster haben wir noch. Wir haben Himmelsjäger, Ass Ray, wir haben Horn des Phantomungeheuers, seuchenverbreitender Zombie, Vampirverführerin und wir haben noch ein neues Secret Rare und zwar Viz, Waisenfellsöldnerin. Auch wieder richtig cool, diese Karte. Vom Artwork her natürlich. Die Effekte
Die lassen wir erstmal beiseite. Das könnt ihr euch natürlich in Ruhe anschauen und müsst ihr einfach mal auf Pause drücken. Das solltet ihr ja dann trotzdem erkennen können. Tun Inhaltsverzeichnis hier: Super Rare, Vampir, Vertrauter, Kuri-Bandit und nochmal Vampirrevier. Jetzt ist es langsam ein bisschen schade, dass Karten jetzt so oft doppelt kommen. Aber okay. Verlockung der Finsternis, das ist unsere zweite sehr, sehr schön erdrängende Spielkraft. Vampirzauberer, Schattenvampir und Himmelsjäger, Mech, Haikanone. Auch eine relativ coole Karte. Wie gesagt, das Deck spielt ja fast ausschließlich Zauberkarten. Nur die beste Zauberkarte, die Sucherzauberkarte für das Deck, die ist natürlich mal wieder Shortprint geworden. Ist ein Secret. Und auch zugleich die wertvollste Karte des Sets. Mal sehen, vielleicht haben wir ja noch Glück. Mecha-Arsenal, Herkules-Basis, Vampir-Erwachen, Himmelsjäger-Ass, Kagari, da ist das zweite Link-Monster des Themlex. Sehr schön, auch gezogen jetzt. Mystische Tomate und nochmal Rafal, Champion, Felsöldner als Secret Rare. Wie viel haben wir noch? 4 oder 3? Wir haben noch 4 Packs. Und haben dabei den Vampir-Rotbaron. Wir haben Bravo, Kämpfer, Felsöldner. Rikon, Kundschafter, Felsöldnerin, Armageddon-Ritter und nochmal den Dampir-Vampir, Sheridan. So, es fehlen dann doch noch einige Secrets. Zum Beispiel 3 der Shortprints. Himmelsjäger, Luftraum, 0 Koordinate. Dann haben wir Schnellverstärker, wir haben nochmal Donpa, wir haben den Vampir-Zauberer und noch ein neues Secret Rare, und zwar Felsöldner-Training für jede Situation. Permanente Falle mit Rafal und der Shortprint, dem Shortprint-Monster drauf. Sehr, sehr schön. Und dann geht's weiter mit dem vorletzten Booster. Wir haben Vampir-Vertrauter, wir haben Horn des Phantomungeheuers, wir haben nochmal Himmelsjäger Ass Ray, Blutsaugender Koala und nochmal Himmelsjäger Mech Haikanone, auch die zweite, die wir jetzt ziehen. Und last but not least, es scheint so, dass man nur eine Shortprint aus jedem Display anscheinend bekommt. Und da haben wir Vampir Kamin Sensa. Wir haben Himmelsjäger Mech Adlerdüse, Verstärkung für die Armee, Helmer, Steuermann Felsöldner und nochmal Vampir Scharlach Geisel. Ja, also von den Super Rares, ihr habt es gesehen, sollte man eigentlich fast, wenn nicht sogar alles ziehen. Ich denke, bei 24 Boostern und 4 Super Rares pro Booster sollte das kein Problem sein. Bei den Secrets kann man natürlich empfehlen, sich da vielleicht doch lieber 2 Exemplare von diesem Set zu holen, dass man vielleicht dann doch alle Karten ungefähr zusammenbekommt. Das hier ist ein bisschen schade, wenn dreimal natürlich die gleiche Karte in dann 3 Boostern kommt. Aber ja, wir haben eine Shortprint gezogen, und zwar ist das der hier, der Beat Klingenkämpfer Felsöldner ist unsere Shortprint in diesem Display. Das war es erstmal hier für dieses Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen und verabschiede mich dann von euch. Bis zum nächsten Mal hier bei Gateway The Games. Haut rein!